Hey, hey und herzlich willkommen auf Freiheitsleben in Schweden. Ja, natürlich liken, teilen, kommentieren, was auch immer du möchtest. Ne? Mach, was du denkst. So, ihr Lieben, ja, heute geht's um ein Thema, was vielleicht für den ein oder anderen, ja, nicht so gut gelaufen ist. Und zwar geht es um die Tatsache, zurück nach Germany. Damit meine ich nicht uns, sondern es kommt mittlerweile sehr, sehr häufig vor, dass sich Menschen bei mir melden, die sagen, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. So, und wenn ich dann nach den Gründen frage, dann kommt sehr, sehr häufig, ich habe hier keine Einnahmequelle entwickelt. Oder sagen wir einfach mal so, ich habe hier kein Einkommen geschaffen, ich habe keinen Job gefunden und so weiter. Und genau darüber möchte ich mich heute mal mit dir unterhalten und ja, vielleicht so den ein oder anderen Ansatz weitergeben. Ja, einige haben vielleicht eine falsche Vorstellung, wenn sie nach Schweden kommen und sagen, ja, ich komme hierher, mache mich selbstständig oder ich komme hierher, suche mir schnell einen Job oder was auch immer. In den meisten Fällen läuft es halt nicht so perfekt, wie man es sich im Kopf vorgestellt hat, was ja auch nicht weiter schlimm ist, sondern man müsste eigentlich auch immer mit dem Worst Case rechnen, dass man zum Beispiel einfach mal 12 Monate oder länger keinen Job findet. Dass, wenn man sich selbstständig macht, als Deutscher eben in Schweden, vielleicht mit einer fachlichen, guten Ausbildung, aber eben ja, keinem Kundenstamm oder was auch immer. Und da kommt man mal ganz häufig in die Bredouille, dass das Geld nachher am Ende nicht reicht. Was ich aber sehr häufig festgestellt habe, ist, dass Geld da gewesen ist für einen Hauskauf und sämtliche Renovierungsmaßnahmen, so dass man vielleicht den Standard wie in Deutschland wieder hat. Das heißt, ich baue mir neue Fenster ein, mach das Bad neu, will eine Badewanne, eine bessere Dusche und so weiter und so fort. Ich sag mal, es gibt ja Dinge, die müssen gemacht werden, wie zum Beispiel, wenn der Brunnen kaputt ist oder das Wasserwerk, aber das kostet jetzt alles nicht so die Welt. Aber ich habe schon so häufig gehört, ich muss jetzt erstmal mein Haus auf Vordermann bringen, investiere da 20, 30, 40.000 Euro rein, um dann festzustellen, okay, das Haus ist jetzt zwar schön, bloß ich habe keine Einnahme. Und da habe ich mir schon häufiger die Frage gestellt, wie kann es sein, dass die Leute nicht so ein bisschen weiterdenken und sagen, Mensch, ich habe jetzt 40.000 Euro oder so oder 30.000 und dafür renoviere ich doch mein Haus erstmal, obwohl ich da drin wohnen kann. Ja? Also ich könnte da drin wohnen. Ich habe dann zwar nicht den Standard wie in Deutschland vielleicht, aber ich könnte drin wohnen, ich könnte da drin leben. Aber diese 30.000, die gehen halt einfach mal ins Haus drauf. Die Fassade muss neu, die Fenster müssen neu, muss ja alles picobello sein, ihr Lieben. Es muss immer alles picobello sein. Und nach einem Jahr stellt man so fest, ich habe gar kein Geld mehr auf dem Konto, ich muss wieder zurück nach Deutschland, weil ich kann ja auch keine Einnahmen generieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich melde, weil es jetzt mittlerweile tatsächlich schon häufiger vorgekommen ist, dass sich Leute aus diesem Grund bei mir gemeldet haben und gefragt haben, ey Ivo, was soll ich machen? Und im Gespräch habe ich dann einfach solche Sachen rausgehört. Naja, wir mussten erstmal das machen und das machen. Ich kann es nachvollziehen. Bloß wenn ich, sage ich mal, nicht die Kohle auf dem Konto habe, dann macht es halt keinen Sinn. Sondern ich muss erstmal dafür sorgen, dass eben die Kohle vielleicht erstmal auf dem Konto bleibt oder so angelegt wird, dass sie mir Geld bringt. Und damit meine ich jetzt nicht Bitcoin oder Aktien oder so ein Dreck, sondern damit meine ich halt einfach Dinge, die, wo man weiß, okay, da kommt monatlich was rein mit. Es soll jetzt auch keine Anlageempfehlung sein oder sonstiges. Sind einfach meine Gedanken. Ne? Es geht halt einfach mal darum, sich Gedanken zu machen, wie könnte man denn jetzt vielleicht aus den 30.000, 40.000 Euro, die ich dann ins Haus gesteckt habe, so ein kleines Einkommen generieren. Das wird jetzt nicht riesig sein, aber man könnte damit zumindest mal ein paar Einnahmen generieren und Ausgaben decken. Da wäre zum Beispiel die erste Möglichkeit, man hat ein größeres Grundstück, man schaut oder fragt nach beim Bauamt, ob man vielleicht so ein kleines Ferienhaus, so ein Friedrichshus oder sonstiges darauf noch bauen könnte. Es kann ja auch ein Fertigpaket sein, ihr Lieben. Da gibt es ja auch einige Angebote schon so ab 15.000, 16.000, wenn man viel alleine macht. Man hat ja die Zeit. Man hat ja die Zeit, wenn man keinen Job hat und keine Aufträge als Selbstständiger, dann hat man ja die Zeit, solche Sachen zu machen. Das wäre eine Möglichkeit, womit man zumindest mal sagen kann, okay, im Sommer kann ich das Ding anbieten zur Miete oder ja, als Ferienhaus. Ja, wer es mag. Man muss immer dazu sagen, wer es mag, dass eben Gäste bei sich auf dem Grundstück rumlaufen und so weiter, ist ja auch alles kein Problem. Aber damit hätte ich zumindest mal aus dem bisschen Geld, was noch da ist,
was geschaffen, was wieder Geld bringt. Ich habe mal einen sehr guten Spruch gehört und gelesen, und zwar: Geld macht Geld. So ist es auch. Also wenn ich mit diesem Geld ein Haus kaufe, das ich vermieten kann, im Sommer als Ferienhaus, dann kann es mir Geld generieren. Also heißt es, Geld macht Geld. Natürlich muss man dafür was tun. Ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich mache dafür gar nichts. Eine nächste Möglichkeit wäre, man hat vielleicht ein bisschen mehr auf dem Konto, sagen wir mal 50, 60, 70.000 Euro, ja, oder 700.000 Kronen und sagt sich, ich schaue mich mal einfach in meiner Region um, ob da vielleicht Vermietimmobilie verkauft wird. Mehrfamilienhaus, 2, 3 Parteien reicht, ne? Und auch dafür kann man in Schweden tatsächlich schon solche Mehrfamilienhäuser bekommen. Woher ich das weiß, ich habe erst kürzlich eins gekauft, ja, das in dieser Preisklasse war, voll vermietet und bringt jeden Monat Cash. Ja, und darum geht's. Es geht einfach um monatlichen Cash zu bekommen und solchen Traum des Freiheitslebens wirklich zu leben. Ja, also dazu gehört natürlich, sich eine Einnahmequelle zu schaffen. Und YouTube ist keine, muss ich euch immer dazu sagen, eine Einnahmequelle zu schaffen, die das Leben finanziert. Wir haben Selbstversorgerhof oder beziehungsweise sind auf dem Weg des Selbstversorgerhofs. Das heißt, um Essen und so weiter brauchen wir uns im Sommer keine Gedanken machen, und auch jetzt essen wir gerade Sachen, die wir eingeweckt, eingefroren oder wie auch immer haben. Natürlich, Stromrechnung muss man bezahlen, Steuern muss man bezahlen, und dafür braucht man halt einfach auch Geld, ihr Lieben. So, und wenn man jetzt einfach sieht, dass eben mit so einem Mehrfamilienhaus Einnahmen reinkommen, womit ich sagen kann, okay, ich kriege jetzt, sagen wir mal, 20.000 Kronen im Monat an Einnahmen. Da muss man noch eine Rücklage machen. Das ist aber wieder alles ein komplett anderes Thema. Aber dennoch habe ich vielleicht nachher 500, 600 Euro für mich übrig, die ich verwenden kann. Weil das Geld, was ich da eingesetzt habe, habe ich ja vorher auf dem Konto gehabt und nehme dafür keinen Kredit auf. Könnte man so machen. Ist ja nur eine Idee. Man könnte auch einfach hingehen und sagen, was verbrauche ich denn im Monat? Und dann kommt eine Summe X raus. Sagen wir mal einfach, man hat Unkosten im Monat von, sag mal, 2.000 Euro. Ja, bei 4 Personen kommt das ungefähr hin, wenn man sein eigenes Haus hat, das ist abbezahlt, also keine Kredite oder sonstiges zu laufen. 2.000 Euro ist jetzt doch eine Sache, mit der man hinkommt, würde ich einfach mal behaupten. Wenn ich jetzt 10.000 Euro auf dem Konto habe, heißt es, das reicht ganz genau 5 Monate. Habe ich aber vielleicht 50.000, dann reicht es 25 Monate. Das heißt, ich könnte 2 Jahre davon leben. Also insgesamt 25 Monate ist ein Monat mehr natürlich. Ja, rechnen kann ich noch. Nein, aber es sind 2 Jahre, wo ich mir keine Gedanken machen müsste, weil ich könnte das einfach fair leben, und in dieser Zeit könnte ich mir ja einen Job suchen, eine Selbstständigkeit aufbauen etc. pp. Darum geht es ja. Aber erstmal sich so die Gedanken machen, warum verschwende ich das Geld für ein Haus, ja, was eh nur eine Verbindlichkeit ist. Dazu habe ich mal einen Artikel geschrieben, den verlinke ich dir mal oben. Ja, kannst du dir gerne mal durchlesen, was eine Verbindlichkeit und ein Vermögenswert ist, wie ich die Sache sehe. Und ein Haus ist immer eine Verbindlichkeit, solange keine anderen Leute dafür Miete zahlen. So einfach. Es ist immer eine Verbindlichkeit. Du hast immer nur Kosten und kannst damit nichts generieren. Aber lies dir mal den Artikel durch. Bin auf deine Meinung gespannt. Ja, eine nächste Sache wäre noch, wenn man sich jetzt ein Haus gekauft hat, man zieht dort ein mit 3 Leuten, 4 Leuten und das sind 160 Quadratmeter. Da könnte man theoretisch ein Zimmer nehmen und sagen, okay, das ist richtig, ein für Airbnb-Gäste. Also auch damit könnte man Einnahmen generieren. Ihr seht, diese ganze Sache geht in dieses Vermietmodell, weil für dieses Vermieten braucht man keine bzw. wenig Vorbildung. Klar, man sollte sich damit schon befassen, wenn man das wirklich vorhat. Ja, gerade was Nebenkostenabrechnung angeht etc. pp. Aber du brauchst dafür keinen Meisterbrief oder sonstiges, sondern du gehst halt hin, kaufst dein Haus, vermietest das. Und dann gibt es ja eben verschiedene Modelle. Eben Langzeitmiete, Kurzzeitmiete, Airbnb, Feriengäste und so weiter. Aber das kannst du ja selber entscheiden. Es geht halt einfach nur darum, aus dem Minimum etwas zu machen. Eine andere Sache, die vielleicht der ein oder andere von euch gar nicht kennt. Na, also dieses ganze Modell nennt sich Fix and Flip. Du kaufst ein Haus günstig ein, machst es fertig und verkaufst es wieder. Und auch das kann man wieder berechnen. Natürlich ist die aktuelle Lage jetzt vielleicht nicht so ideal dafür. Aber wenn du ein gutes Schnäppchen schlägst, dann kann sich auch diese Sache lohnen. Geh mal einfach von aus, du hast 20.000, 25.000. Du siehst jetzt irgendwo so eine abgefuckte Hütte und sagst, okay, ich sehe hier Potenzial. Dafür brauchst du natürlich Wissen, also gerade was du machst im Handwerklichen. Also nicht so wie bei mir.
Ich mache einfach und dann gucke ich, ob es was wird. Ja, ich habe zwar eine bauliche Ausbildung, aber das letzte Mal in dem Bereich habe ich vor 15 Jahren gearbeitet. Also das wäre einfach mal so eine Sache fix und flip, dass du sagst, okay, du kaufst ein altes Haus, rechnest die ganzen Kosten rein, bist du nachher vielleicht bei, wenn es für 20.000 schießt, bist du bei 35.000 mit Renovierungskosten und du verkaufst es für 65.000. Natürlich fallen darauf Steuern an und so weiter. Ist ja auch hier keine Steuerberatungsshow, sondern es geht halt einfach darum, dass du damit Einkommen generiert hast. Und da du ja Zeit hast, weil wenn man keinen Job hat oder sonstiges, dann hat man halt Zeit. Man muss nicht die ganze Zeit vor YouTube, Telegram, Netflix und so weiter sitzen, sondern man kann auch ein bisschen den Poppes hochheben, um sein Freiheitsleben zu leben. Es hört sich immer tatsächlich so einfach an und in vielen Fällen ist es wesentlich einfacher, als man sich vorstellen kann, wenn man diesen Weg selber noch nicht gegangen ist. Ja, klar kommen da ein paar Hürden. Ja, aber auch diese Hürden sind einfach Lehrmeister, ja, indem man diese Hürde wieder überspringt, weil man eben sagt, okay, ich habe das Problem erkannt und kann es lösen. Ja, ich wollte dieses Video drehen, weil mich tatsächlich in letzter Zeit einige Leute angerufen, angeschrieben haben, die eben sich wieder nach Deutschland oder wo auch immerhin verdünnisieren, weil sie einfach gesagt haben, ja, ich komme hier nicht, ich fasse hier keinen Fuß finanziell. Ne? Also vielleicht sind da auch noch andere Gründe dahinter, ich weiß es nicht. Aber der Großteil von denen, die haben gesagt, Mensch, man muss sich ja das Leben hier auch leisten können. Klar, Schweden ist jetzt, was der Einkauf angeht, teurer als vielleicht in Deutschland oder auch andere Länder. Das möchte ich jetzt nicht abstreiten. Ne? Es kostet hier Geld. Aber wenn ich halt einfach sehe, ich habe eine Einnahmequelle, mit der ich rechnen kann, dann ist das schon mal ein riesen Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Leuten. Ja, und da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Seid und bleibt freiheitsliebend und lebend. Und hinterlasst mal einen Kommentar. Dankeschön. Ciao, ciao.